Gut, dass du drauf achtest, ja. So, wir machen weiter. So, bei Among Us. Wir sind wieder 6 Leute, obwohl Ricardo rausgeflogen ist. Dafür ist Reggie da, was sehr gut ist. Hallo, hi. Hallo, hallo. Und wir starten einfach direkt in die Runde rein, bevor Jan irgendwas erzählt. Ging schnell, hab dann kurz Hände gewaschen und dann bin ich nicht am Kühlschrank hängen geblieben, wie Conan sonst. Wie geht's den Hämorrhoiden? So. Genau, ist okay. So. Ein bisschen. Und Rolle. Für die ganze Zuschauerschaft. So. Conan bleibt häufig am Kühlschrank. Okay. Hängen. So. Magnetisch. Dann legen wir doch direkt los mit unserer üblichen Geschichte. Zack. Jetzt kommt auch als erstes der Download. Das habe ich vorhin eigentlich als Imposter falsch gemacht, aber es hat keiner gecheckt. Ich kann ja eigentlich erst zum Upload gehen, nachdem ich den Download gemacht habe. So, ne? So. Man lädt ja erst runter und dann lädt man ja hoch. Und ich bin direkt einfach zum Dings hier. Also hier hätte ich eigentlich noch gar nichts machen können. Das war ziemlicher Müll, was ich da gemacht habe. Aber hat keiner gecheckt. Oh, nicht schon wieder. So. Solange Veggie da steht, bin ich eigentlich safe. Kann eigentlich keiner was machen. Zack. Okay, den anderen haben die jetzt auch schon gemacht, aber ich habe da eh einen Task, von daher passt das. Obchu ist für mich sehr sus. Tut aber nichts. Na gut. Errungenschaft Praktikant. Ey, was sind denn diese ganzen Errungenschaften hier? Das ist ja wild. Hat er die gleichen Tasks wie ich oder wartet er einfach nur wieder? Hat er ja vorhin schon mal gemacht bei einem, ne? Dass er so gesagt hat, er will die so ein bisschen abnerven. Aber mir soll es egal sein, weil ich habe gleich meine Tasks fertig. Dann bin ich auch gerne Engel. Hallo! Wie geht denn diese Ach, so ging das. Oh, nee. Okay. Okay. Ja, da ist der Neue gleich mal tot. Ich habe einen Grünen gefunden. Ich habe dich in Richtung Electrical gehen sehen. Da habe ich den Grünen auch gefunden. Also ich kann Robchu clearen. Ich kann Jan clearen. Du bist mir die ganze Zeit hinterhergelaufen. Wie kannst du in der Zeit jemanden gekillt haben? Das ist krass. Ich kann eine Sache sagen, ich bin der Wissenschaftler und ich habe zwischendurch immer mal wieder auf Vitals geguckt und der ist seit ungefähr 25 Sekunden tot. Okay. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß jetzt... Rennt mir Robchu schon 25 Sekunden hinterher, ist die Frage, aber ich glaube ja. Und Robchu clearen sich gegenseitig so ein bisschen? Ja. Ich habe Jan gesehen, wie er definitiv in Electrical nicht hat killen können, es sei denn, der Kill war sehr viel früher. Und... ich bin aus Shields Richtung Admin hochgelaufen durch Storage und habe da noch Xehan gesehen, der aus Richtung Electrical kam, der jetzt behauptet, Wissenschaftler zu sein. Stimmt, es ist eigentlich interessant, er könnte es ja auch nur behaupten. Er könnte ja gerade gekillt haben und sagen, der war seit 25 Sekunden übrigens tot. Ich war die ganze Runde nicht in Electrical und bin auch nicht aus der Richtung gekommen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Schmeckt das Brot? Doch, du bist ja, tatsächlich. Schmeckt. Sehr gut. Du bist mir im Storage, bist du hoch Richtung Cafeteria gelaufen. Genau, da kam ich aber aus Osten, nicht aus Westen. Nee, da kam ich aus Osten. Also entweder warst du... Nee, du kamst auch von der linken Seite des Tanks und so, was da in Storage alles so in der Mitte steht. Okay, das hast du entweder falsch gesehen oder ich erinnere mich an irgendwas nicht. Das hast du falsch gesehen. Oder du lügst. Die Ansicht ist falsch, ja, das kann natürlich gut sein. Okay, ich weiß nicht, also du wirkst auf mich am meisten suspicious, aber auch nur... nur weil Conan ja Robchu cleared. Also ich hoffe, dass ich mit meinem Clearen hier keinen Fehler mache, aber er ist mir halt echt die ganze Zeit hinterhergerannt. Ja, das können auch einfach sagen, wir können auch einfach skippen. Wir können einfach skippen und dann mal weitermachen. Ich skippe jetzt. Also Dani labert scheiße, ich war die ganze Zeit nur oben links beim Medbay, hab da schön mir mein Brot geschmiert, dann bin ich aus Medbay raus. Du hast in Medbay dein Brot geschmiert? Ah, das ist jetzt ein ganz neuer Task. Bin denn aus... Kann gar nicht sein, ich bin doch der Wissenschaftler. Das sind so unerfüllte Wünsche, die man hat. Du kannst sonst halt nie in einem Medbay dir ein Brot schmieren. Auf jeden Fall bin ich dann nach Cafeteria gegangen, bin dann nach Admin gegangen. Ich schmierste einmal ein Brot, ey. Und dann bin ich wahrscheinlich untenrum nach Navigation und dann kam irgendwann der Report. Mir also kommt da gerade was, das muss ich mal umstellen nachher, aber wir spielen das mal weiter. Du bist da irgendwann an mir vorbeigelaufen, nicht direkt, aber so halb. Und ich war definitiv, ich bin nur oben die rechte Runde rumgelaufen und kam aus Shields und ich meine, du bist mir dann im Storage entgegengekommen.
Ja, das kann sein. Aber ich war nicht links von Storage, also ich war nur im Storage. Ja, okay. Na gut, dann müssen wir halt gucken. Mm, das schmeckt. Oh, lecker, ja. Schmecker Brot. Okay. Ja, das kann man echt voten, so. Also. Zack. Okay. Wo muss ich jetzt noch... Ach, ich habe die Karte noch nicht fertig gehabt. Na ja. Genau, das war der Quatsch. Also Xehan ist für mich ein bisschen, weiß ich nicht. So, jetzt dürfte noch nicht mehr viel... Ach, jetzt kommen die ganzen Wires noch, ne? Ja, Stromumleitung. Ach. Let's go. Robchu. Robchu und Dani. Will der den jetzt nur auch wieder nerven, oder... Okay. Robchu und Dani. Die laufen so ein bisschen ziellos umher. Ach, komm schon. Es. Okay. Also Jan? Das würde ich aber auch sagen. Ja. Xehan ist weg gewesen. Der ist shit, ich hab den falschen geklärt. Ich hab den falschen. Wie hat er das? War ich tatsächlich in Electrical, weil ich eine Stromleitung habe. Conan ist nach oben zum Weapons O2 da in die Richtung gelaufen. Wer war der Typ, der wenden konnte? Der Ingenieur. Der Ingenieur. Ah, okay. Aber okay. Lasst mich ganz kurz schlussfolgern. Conan war bei Robchu und mir. Das war noch so fürs Storage. Ja, Dani, bitte. Robchu und ich, Admin, reingegangen, um den O2 zu fixen. Conan ist nach oben in die Richtung gegangen. Xehan war in der Zeit safe nicht da oben, sondern irgendwo links. Das ist korrekt, ich war ein Electrical. Und, das ist korrekt. Und er kann da, glaube ich, auch nicht rauswenden. Also könnte es nicht mal. Jan war in Electrical. Dann bin ich mit Robchu da auch hinterher, weil ich dann Conan verfolgen wollte, der auch da reingegangen ist danach. Und dann war Jan auf einmal nicht mehr in Electrical. Das heißt, er ist safe, zumindest diese Rolle, die wenden kann. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht dran, weil er der Einzige war, der jetzt gerade bei Conan gewesen sein kann. Falls ihr das in der Argumentation hilft, du kommst von dem Vent in Electrical nur außen, Entschuldigung, nur nach Medbay und nach Security. Ja. Ja, voll. Also du kommst nicht Richtung Cafeteria. Nee. Das heißt, also Jan muss da gewendet sein. Ich weiß, ich kann gerne noch dazu was sagen. Musst du meinetwegen aber auch nicht, weil für mich ich bin da doch auch gewendet. Das habt ihr doch gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Aber du bist sogar vor unseren Augen gewendet. In Electric, ja, wollte gerade sagen. Warst du nicht mit Robchu in Electric? Hat jetzt Jan nicht gesehen. Wenn er reportet, hat er nicht gesehen. Das Letzte, was ich gesehen habe, um noch mal ganz kurz mich alle gesehen habe, wo ich nach Electric gegangen bin, kam mir Dani, Robchu war das, glaube ich, und Conan entgegen. Kein klarer Report. Und dann ist Conan halt nach oben Richtung O2 bei Weapons gegangen und Robchu und ich waren im Admin. Ja gut, dann kann es nur Jan sein. Nein, das kann nicht sein. Eine Frage, hallo. Also, ja. Frage an Jan. Bist du der Imposter? Ich bin Robchu. Nee, bist du nicht. Das bin ich. Doch. Hä? Doch, ich schwör's, ich bin Robchu. Und wer bin ich da? Weiß ich nicht. Imposter oder so. Ach so. Du kannst mittlerweile Jan sein, du kannst auch der Donald sein, du kannst aber auch Reggie sein, weil der hört das jetzt gerade. Ja, der darf ja gerade eh nicht sein. Bin ich ja tot, ja, genau. Ich war Shapeshifter, ich bin so dumm, Alter. Ach, deswegen! Ich hatte mich jetzt oh mein und Gott! Getötet und dann einfach report. Ich hätte einfach weggehen sollen, ey. Ach, deswegen, du warst's wirklich. Ich dachte gerade, ich habe die ganze Zeit den Falschen geklärt und mich total gewundert, dass mich Robchu killt. So, okay. Das ist geil. Das ist lol. Ach, ja, stimmt. Shapeshifter gibt's ja auch. Oh Gott. Ich gehe da hoch und Robchu killt mich und ich sag so zu, ich sag noch so die Aufnahme: Ich hab den Falschen geklärt, Und Jan, hab ich gar nicht. Warst du nach dem Kill quasi auch noch Robchu? Ja. Und warum bist du dann? Dann hättest du ja deswegen als Robchu Leuten entgegenlaufen sollen. Ich hatte mega Schiss, dass ich Robchu entgegenlaufe. Ah, ich hab mich total gewundert, dass direkt nach dem Kill der Report kommt und Jan reportet hat. Ich dachte so, der muss doch Robchu gesehen haben. Wieso sagt der denn nichts? Okay. Oh, wie geil ist das denn? Das konntest du jetzt nicht wissen, Jan, aber du hättest mich zu mir werden sollen. Also hättest zu Xehanort quasi werden sollen. Weil das wäre dann richtig geil gewesen.
Jan, das war das Beste, was du machen konntest. Das ist ja super, vor allem, weil ich ja vorher die ganze Zeit mit ihm gelaufen bin. Deswegen hatte ich mich halt nicht verwandelt, weil... Oh, alles für die Aufnahme, alles für die Aufnahme. Das war halt die schlechtestmögliche Idee, weil bei Robcho war halt clear, oder Daniel und Robcho konnten sich halt gegenseitig clearen. Ach was. Ach nee, die Idee fand ich super. Ich wollte es tatsächlich nur mal ausprobieren, das Shapeshiften. Dann kam mir Conan entgegen, als ich mich gerade verwandelt hatte. Oh, auf die Aufnahme freue ich mich schon. Oh Mann, ich dachte gerade wirklich, als der Robcho war es dann doch und wundere mich so, warum Jan nicht sagt, dass er Robcho gesehen hat. Der hat ja direkt also nach dem Kill reportet. Wie soll er denn vorher diesen Wortengang haben, Jan? Ich weiß nicht, warum ich reportet habe, das war schon dumm. Nee, das war wirklich für die Aufnahme das Beste, was du hättest machen können. Also gerade das Self-Report, Self-Report als Formwandler ist, glaube ich, echt eine schlechte Idee. Aber weil du nämlich nicht als der Verwandelte reportest, sondern als du selbst. Ja, mit dem Formwandler kann man und wenn jetzt jemand sieht, dass Robcho bei der Dings steht und plötzlich reportet aber der Donald, dann ist offensichtlich, dass du der Formwandler bist. Können, ja. Aber du hast dich doch wahrscheinlich jetzt gerade in der Aufnahme um Kopf und Kragen geredet und gerätselt, wollte ich sagen. Ja, ich habe halt gesagt, Jan, wieso sagst du nicht, dass Robcho... Ich hab's nicht verstanden. Dass du dann diesen riesigen Wink... Weil für mich war es ja eindeutig, dass Robcho mich gekillt hat. Es kam die Animation, Robcho tötet mich so. Das ist ich habe komplett vergessen, dass es den Formwandler gibt. Weißt du, was ich gewünscht hätte? Dass Conan einfach wiederbelebt wird oder sowas und dann sagt, Robcho hat mich getötet, Robcho war es. Ich weiß schon, was der Titel von der Folge wird. Sag an. Ja, keine Ahnung. Wird das ja kommen, dass er mich ansagt, dann sag ich so, hör, okay, dann lach ich einfach. Ja, irgendwas Clickbait-mäßiges halt so, keine Ahnung, so zwei Robchos töten mich oder so, keine Ahnung. Nackt muss ich. Also Conan, das ist jetzt der Part-Titel, bitte. Zwei Robchos töten mich. Irgendwas Clickbait-mäßiges nenne ich dir. Lingua ist Two Robchos gone prank. Oh, das war gut, ey. Veggie, gute Arbeit übrigens. Hast du echt gut gemacht. Ja, danke. Stimmt, auf jeden Fall. War das jetzt doch bestimmt tot oder so? Das wäre ja richtig fix. Ah, 20. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Kill-Cooldown von 20. Also wirklich, übertreib mal nicht. Nee, von 30 also, sogar. Also für mich war es gefühlt ein bisschen länger, weil ich war ja der... Professor oder wie auch immer, Wissenschaftler und hing die ganze Zeit am Vitals, aber dadurch fühlt sich das, glaube ich, nur länger an. Ich bin halt reingewendet in Electrical, hab Reggie auf dem Vent stehen sehen, getötet, wieder rausgewendet. Ja gut. Oh, ja, ich dachte, richtig langweilig eigentlich. Ja, ja. Schon. Aber das war halt das Ding, für den ersten Kill war Robcho halt eigentlich komplett clear, deswegen war ich jetzt total verwirrt. Das ist gut, machen wir weiter. Ich hab das nicht verstanden, wie das sein kann. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, auch wie kann es denn, wann habe ich denn Rob schon mal kurz aus den Augen verloren, wann könnte der denn Reggie getötet haben? Also, ich hab gar nichts mehr gecheckt. Also, schön, Message an die zukünftigen Imposter, als Formwandler bitte immer Conan killen. So, weiter bitte. Ja los. Absolut. Los, absolut. Los, aber los, mach los, die nächste los, Runde los, hier. Mal. Auf geht's. Mann. Ah, endlich. So. Mein Gott, muss das denn sein? Okay. Besatzung. Ja, das und muss. Ich krieg keine Rollen, das gibt's doch nicht. Aber gut, die Wahrscheinlichkeit ist halt 20%. So, wir haben hier wieder einen Download. Das heißt, der wird dann zu einem Upload. Na dann, let's go. Da kommt Reggie. Der macht da was. Da kommt Dani. Der macht da auch irgendwas. Möglichst nicht Reggie killen. Da ist Reggie. Okay, der ist nicht tot. Jan geht da runter. Wenn Dani da oben jetzt tot liegt, dann wäre allerdings... Ach, komm schon! Ich meine, ich bin gleich da. Ich mach das gleich da drüben. Oder geht da jemand hin? Okay, Dani geht hin. Nein, jetzt hat es nicht gewirkt. Ist es mein... Der hat es nicht... Ich hab doch jetzt... Oh. Wozu habe ich denn jetzt extra hier gewartet, wenn ich es zu bald abbreche? Das war doch durch. Also... Nein, da drüben ist noch die Karte.
Real Talk, was war das denn wieder für ein Schwachsinn? Errungenschaft, unmögliche Aufgabe, hä, was? Ich weiß, ich hab verkackt. Ja. Sorry, Reggie. Ja. Ich hab Reggie Robchuk killen sehen, leider auf frischer Tat. Ah, immer wenn jemand Engel wird, kriegen Mann, wir den Engel nicht doch, zu sehen. Ihr müsst euch doch gegenseitig beschuldigen, Mann. Ich bin der Engel, ihr Fixer! Ja, Reggie, also, komm, beschuldige mich, tu es. Ich will jetzt aus Prinzip Xehan, so eine Scheiße. Wollen wir spaßeshalber mal die Funktion vom Engel sehen, wenn wir eh schon wissen, wer es ist? Ja, ich glaube. Jetzt ist es, glaube ich, zu spät. Es haben schon zu viele Leute für Reggie geworden. Ich probiere es mal mit überspringen. Was? Was? Du hattest es einfach, weißt du, auch wir als Besatzung, wir sind einfach so. Hä, was habt ihr gemacht? Du hattest es einfach zu leicht. Einfach aus Prinzip. Ja, so. Weil du es zu leicht hattest. So. So. So, jetzt gucken wir mal, was Robchu hier macht. Was war das? Konnte muten. Was war das denn jetzt für... Bitte muten, wir anderen können jetzt ja auch entspannt weiterreden. Könnte mal bitte jemand hier das zweite Ding machen? Wir können doch jetzt kann der Guardian Angel, glaube ich, nicht schützen. Wir können doch jetzt auch verlieren, ist doch egal. Die hat er offenbar nicht schützen können. Komisch, wer war das denn? Ich hab Protect aktiviert. Okay, warte, ich hab was. War aber zu früh. Oh ja, Jan, du meldest jetzt die Leiche, ist klar. Ich hab dich doch gerade daneben stehen sehen. Also ich bin okay, also, ich geb's zu, ich war. Nicht, sorry, ich hab verkackt. Reggie, ich weiß nicht, was du gesehen hast, aber ich bin mir richtig sicher, dass es Jan ist. Okay. Was? Ja, sorry, ich hab verkackt. Willst du eine Begründung noch haben oder wollen wir einfach direkt abstimmen? Ich weiß gar nicht mehr, wer war. Also ich hab direkt abgestimmt, Reggie, wenn du. Ja. So dumm. So, das war jetzt der Mitleidswin für den Imposter oder was? Du warst es, Reggie, du warst es. Krass, hätte ich nicht mit gerechnet. Diese Runde hat. Ich war das nicht. Diese Runde hat in einer Nussschale zusammengefasst, warum Demokratie eine Scheißidee ist. Fürs Meme, was ist hier eigentlich? Demokratie funktioniert einfach nicht. Ich dachte so, ich überspringe, damit vielleicht Reggie nicht rausfliegt und ich hätte Reggie voten müssen, damit Xehan nicht rausfliegt. Was zur Hölle? Aber da hast du jetzt tatsächlich einen Partnamen, Conan. Demokratie funktioniert einfach nicht. Ja, das sieht man gerade an der aktuellen Situation auf jeden Fall. Ja, aber das ist was anderes. Geilen Move, den Jan gemacht hat. Das ist eigentlich perfekt. Ein epischer Sieg von Jan, würde ich sagen. Oh Mann. Aber okay, du hast versucht, mich zu protecten, oder wie? Wir müssen doch da jetzt nicht weiter drüber reden, oder? Oh, neue Runde, jetzt mal in die hier. Ja, let's go. Ja, aber wirklich. Conan muss doch das Gurkenbrot essen, was er gerade Xehan geklaut hat. Hä? Ist klar. Plot-Twist, du bist selbst die Gurke, Colin. Ja, so als Gurke könnte man das durchaus bezeichnen, würde ich mal sagen. Okay, also man sieht jetzt hier auf der Karte, ist das neu, dass man diese Fake-Tasks sieht? Das ist ja voll interessant. Aber ich kann sie halt nicht machen, so das ist das Ding. Komm, fuck it. Oh shit, ich kann hier nicht... Oh, ich kann hier nur hin und her. Das ist jetzt richtig kacke. Oh, das ist jetzt richtig kacke. Ich kann hier nur hin und her. Ich meine, ich könnte sagen, ich bin Dings. Okay, ich bin raus. Oh lol, wo war der denn? Das ging schnell. So, wo, also, ich bin hier. Okay, wo lag die Leiche? Das weiß ich nicht. Hä, du hast doch reported? Ja. Nein, das war Emergency Meeting. Ach so. Ich hab den Knopf gedrückt, weil ich auf mein Weites gesehen habe, dass Mr. Gelb tot ist. Okay, ich habe vor 2 Sekunden, bevor es gemeldet wurde, war ich in der Admin und habe da auf diesen Scanner geguckt. Da war einer in Cafeteria, ich glaube 2 in Weapons, einer war, glaube ich, in Shields oder so und einer in Navigation oder so. Ich war in Shields. Ich habe Xehan und Reggie in Admin gesehen. Genau, wir waren zu dritt in Admin am Anfang der Runde, danach bin ich nach Weapons gegangen und stand dann den ganzen Rest der Runde an dem Asteroiden-Abschießding. Nur vielleicht eine interessante Info, ich bin in Admin reingewendet.
Ja, das habe ich gesehen. Müsstet ihr auch gesehen haben, ja. Okay. Aber die Leiche hat jetzt keiner gesehen, oder was? Nee. Wir wissen noch nicht, wo der liegt. Ich hatte auch am Anfang der Runde einmal auf den Admin-Table geguckt und da waren zwei in Navigation, einer noch in Cafeteria und die anderen waren alle in Admin. Warte mal, Reggie, du hast als letztes auf den Scanner geguckt, ne, wo alle sind. Ja, 2 Sekunden bevor hier der Emergency-Dings kam, ungefähr. Okay, wo waren die alle? Nein, warte, andere Frage. Wo wart ihr alle zuletzt? Ich war in Shields. Ja. So, wo waren die anderen? Conan, wo warst du? Navigations müsste das sein, dieses Cockpit-Ding, ne? Robjo, wo warst du? Im Hauptraum die ganze Zeit. Xehan, wo warst du? Weapons. Wie viele Leute hast du in welchen Räumen gesehen, Reggie? Das stimmt alles und einer mehr müsste in Weapons gewesen sein, glaube ich. Das heißt, Weapons liegt wahrscheinlich da. Das heißt, das stimmt alles? Ja. Also in Weapons war ich. Ich habe im Weapons niemanden außer mir gesehen. Ja, aber wenn Reggie sagt, dass da 2 Leute drin waren, während er am Admin-Table stand. Ich möchte dazu anmerken, ich hatte die ganze Zeit dieses fette Asteroidenabschießding im Gesicht und hab nur darauf geachtet. Das ist aber durchsichtig, das siehst du. Und hab nur darauf geachtet. Ich hab nicht darauf geachtet, ob noch jemand in meinem Raum war. Also ich sage nur, es kann sein, dass jemand in meinem Raum war. Ich hab mir sonst niemanden da gesehen, also war bewusst wahrgenommen. Ja, also ich glaube, es macht Sinn, dass Xehan das war und wenn nicht, dann war es vielleicht Rob hier. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass er dann. Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, Xehan, nur aufgrund dieses Admin-Tables da. Warum? Dadurch können wir einordnen, wo die Leiche liegt. Ja. Und wer als letztes da war. Aber nur weil da 2 angezeigt worden sind, heißt es. Ich sehe ein, dass das Sinn ergibt. Ich bin's nur leider nicht. Ja, dann können wir nichts machen. Sehen wir jetzt. Habt ihr Argumentation jetzt nicht so. Also habt ihr jetzt für Xehan gewotet oder was? Warte, Conan, was verstehst du an der Argumentation? Ich kann dir das gerne nochmal erklären. Na, ist also es nicht auch so, dass jemand nicht angezeigt wird, der gerade auf dem Gang ist oder so? Wie ist denn das? Wenn Reggie sagt, dass er alle gesehen hat in den Räumen. Achso, er hat 5 gesehen. Ja. Er hat gesagt, dass er 2 Leute in Weapons gesehen hat und ich habe halt sonst niemanden außer mir in Weapons gesehen und die einzige Person, die halt in der Auflistung eben fehlte, war Dani und deswegen ist halt die Theorie, dass Dani mit in Weapons war. Das heißt also, als Leiche da rumliegt, das heißt also, dass er gewickelt hat. Ja, okay, meinetwegen. Da hab ich ja jetzt einen blöden Zeitpunkt an den Knopf gedrückt. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss da zwar nachher noch was dazu fragen, aber dann nehmen wir das halt jetzt erstmal so hin. Ich hab das geskippt, ich weiß von nix. Ich meine, mir soll's recht sein. Okay. Er war's wohl nicht. Ja, das ist blöd jetzt, ne? Dann machen wir halt mal einen Reaktor an. Okay. Reaktor ist wieder fit. So, ich mach mal die Karte. Die ist ja Common Task. Wäre zwar sinnvoll, wenn es jemand sieht, aber was soll's. So. Wir haben ja schon mal drüber geredet, dass Türen auf- und zumachen richtig spannend ist. So, Elektriklage, Admin. Genau, es sind nämlich 3 und da oben ist es plötzlich 4. Okay. Ja, achso, das ist... Yo. Das sieht schon sehr interessant aus, ne? Also ganz ehrlich. Gut, alle, jetzt sind alle auf einem Haufen. Hätte ich so einen Häufchen-Kill mal machen können. Aber was soll's. Auch ein. Ich mach das, während die im Admin sind. Das ist auch wieder komplett dämlich. Andererseits, vielleicht verdächtigt jetzt einer von denen die Gegenseite. Weiß ich. Ich habe wirre Gedanken. Lasst mich. Lasst mich einfach mal wirre Gedanken haben. Keine Ahnung, ob das jetzt so klug war. Nein, es war nicht klug. I'm dead. Hä? Sieht er den nicht? Hä? Sieht Robjo die Leiche? Okay. Okay, Verzeihung, es ist Conan. Ich hab mich vertan gerade, es ist Conan. Ich bin auf dem Weg zu Oxygen gewesen, obenrum durch die Cafeteria. Und Conan ist mir nach Norden entgegengekommen und Reggie liegt in der Cafeteria. Ja, und Robjo ist gerade die Cafeteria hochgelaufen.
Ich bin da reingewendet. Bist du in die Cafeteria bist du reingewendet? Ich bin in die Cafeteria reingewendet, der Reggie liegt. Weil ich bin gerade an Edmund vorbeigelaufen, da ist Robcho runtergelaufen von der Cafeteria. Ach. Und da ist Robcho hochgelaufen in die Cafeteria. Echt? Ich muss mal kurz zurückdenken, warte mal. Ich hab dich auf jeden Fall durchschnitt gehen sehen. Du bist gerade aus Edmund raus, wo ich runter bin, und dann bist du hoch in die Cafeteria gelaufen. Freunde, du kannst mir entgegen. Und dann, ne, bin ich jetzt runter in, wo ist denn diese, wie heißt denn dieses Ding, wo man diese Sechsecke drücken muss? Ist das Weapons? Nee, Quatsch. Shields, genau. Und das hat ein bisschen gedauert, also bis jetzt der Report kam. Pass auf, ich habe ja das O2-Ding gemacht, dann bin ich nach links und dann nach oben gelaufen. Das O2-Ding im Admin. Ja, genau, und dann kamst du mir doch entgegen von der Cafeteria. Ich kam von der Cafeteria runter, richtig. Genau, dann bin ich Richtung Emergency Club gegangen und dann wieder runtergelaufen. Die Sache ist die, ich vertraue Robcho mehr als Conan, weil Robcho hätte, also du hättest das O2-Ding einfach lassen können. Du hast gesehen, dass ich zu dem anderen gegangen bin. Das habe ich zwar nicht gesehen, aber... okay, du hättest sehen können, dass ich zu dem anderen Ding gegangen bin, und wenn ich direkt dahin gelaufen wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Aber Conan hat das andere gemacht, deswegen war es egal. Aber ich vertraue trotzdem Robcho mehr, das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also ich weiß nur, dass ich kein Imposter bin. Ne? Das weiß ich auch, du. Ah, okay. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass es Conan ist. Frag mich ja, wo genau lag die Leiche denn? Wo genau? Auf dem Vent in Cafeteria, also in Richtung Weapons ist das oben. Ah, rechts. Okay, gut, bis dahin habe ich leider nicht, bin halt leider nur geradeaus nach oben gelaufen. Wenn ich nach rechts gelaufen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Leiche auch. Dann hättest du sie sehen müssen, ja. Ja, wahrscheinlich. Die Sache ist, Robcho, wenn du Imposter bist, kannst du jetzt einfach Conan voten. Dann hast du eh gewonnen. Wenn du nicht Imposter bist, kannst du auch Conan voten. Ja, aber ich kann ja auch dich. Dann hast du verloren, falls ihr Jan Imposter ist. Also das wäre richtig, ja. Ich meine, Jan kann wenden, das wissen wir schon. Jan ist die ganze Zeit gewendet mit einem 30 Sekunden Cooldown, das ist korrekt. Ah, das erklärt, warum du einmal so lange neben dem Event standest in der Elektrik. Ja, ich habe noch auf die 30 Sekunden Cooldown gewartet. Ach, Mist, da bin ich gegangen, so eine Scheiße. Es wäre halt schon ein guter Move von dem Imposter zu tun, als wäre der Inspektor, aber... Hab ich doch vorhin gemacht, du Vogel! Ach so. Also ich meine, da Conan immer noch nicht gewotet hat, nehme ich ihn. Wie soll ich... Ja, stimmt! Vote Conan! Dann vote ich Jan. Bitte, Robcho, sag mir, dass du nicht Imposter bist. Verarsch mich nicht. Die Zuschauer wissen es längst, aber na klar war es der Conan. Boah, klar, wisst ihr, was richtig spannend war? Wisst ihr, was richtig spannend war? Ich war ja Engel, Dings da, Angel, Schutzengel. Und ich habe Reggie genau in dem Moment offenbar geschützt, in dem Conan ihn gekillt hat. Und ich habe den Cooldown bekommen, er ist aber trotzdem gestorben. Ah. Oh, hart. Mich hat sehr gewundert, dass Rob schon nicht die Leiche reportet hat, aber du bist wahrscheinlich tatsächlich dran vorbeigelaufen. Ich dachte noch in dem Moment, wo du hochläufst, oh shit, ich bin sowas von gefickt. Pass auf, ich habe ein bisschen gelogen. Also ich dachte, im O2 war. 2 Sekunden danach habe ich noch auf die Weiz geguckt, da war Mr. Reggie schon tot. Dann bin ich direkt zum Emergency-Knopf gelaufen. Du warst ja entgegen. Ich bin direkt genau mittig nach oben, habe auch nicht den Button gesehen, dass ich reporten könnte. Und dann so, ach, ich reporte jetzt mal nicht, das wäre ja voll langweilig. Dann bin ich wieder unten gelaufen. Wow. Ja. Unglaublich. Sorry, Xian. Ich muss noch was zu der zu dem Admin-Panel fragen, weil die Theorie, warum Xehan der Imposter ist, ist falsch gewesen. Mord war nicht in Weapons. Die zweite Person, die du in Weapons gesehen hast, muss ich gewesen sein, der im Vent war. Ich hab in Dings gekillt. Stimmt. Man sieht Leute, die im Vent sind, in den Räumen, in denen sie gerade stehen. Das muss nämlich das gewesen sein, weil ich bin hin und her gewendet und konnte nicht raus, weil Xehan war in dem Raum und in dem anderen Raum war die Leiche. Ich konnte bei beiden nicht raus. Boah, das erklärt so einiges. Ich war mir eigentlich zu 85% sicher, dass da tatsächlich niemand mit mir war im Raum. Aber ja, dann hat nämlich das Hin- und Herwenden dafür gesorgt, dass die als zweite Person da angezeigt wurde.
Genau, also du wurdest dann als zweite Person im Weapons angezeigt und wahrscheinlich der. Ja, die Leiche lag dann im anderen Raum und wahrscheinlich hast du halt. Nee. Ich lag ja, und Conan hast, Navigation. Stimmt, und Conan, genau. Und Conan hat dann gesagt, er sei in Navigation. Ah, okay, ja. Richtig. Ja, genau. Jetzt ergibt alles Sinn, okay. Und dann bin ich ja wieder zurückgewendet, aber ich bin immer nur im Vent geblieben. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Ja, klar. Oh, Lusche. Yeah. Ja klar, weil das ist der Vent zwischen Navigation und Weapons. Und im Weapons kannst du ja nicht aus dem Vent, weil sonst wäre für mich klar gewesen, dass... Ja, in dass Weapons konnte ich nicht aus dem Vent vernünftig raus und bei der Leiche wollte ich halt auch nicht unbedingt raus. Genau. Nee, also wenn du aus dem Vent rausgekommen wärst, dann wäre mir klar gewesen, dass entweder du oder Jan der Imposter sein müssen, weil ich hätte euch denn beide schon mal wenden sehen. Und dann kam aber zum Glück der Emergency Call. Der hat mich dann gerettet, weil keiner die Leiche gesehen hat. Genau. Ja, ich würde auch so generell sagen, also für die zukünftigen Besatzungsmitglieder, den Emergency Call zu pullen, nur weil man auf seinen eigenen Vital sieht, dass jemand tot ist, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ja, aber stell dir mal vor, alle würden genau sich selber decken können, bis auf einer. Ja, ist schon klar, aber es war halt sehr, also das ich kann ja auch... Ich drück den Knopf, wann ich will, so. Das machst du sowieso. Was ich übrigens jetzt mal anders einstelle, es ist nämlich im Moment für den Imposter ein großer Nachteil, dass es immer nur einen Wissenschaftler, nur einen Ingenieur und so weiter geben kann. Wieso? Naja. Ach ja, doch, stimmt. Weil sobald einer Wissenschaftler ist, ist der safe Crewmitglied. Sobald einer Ingenieur ist, ist der safe Crewmitglied. Und wenn jetzt jemand anders, deswegen, ich gebe einfach die Anzahl, gebe ich jetzt einfach hoch, sodass halt es mehrere geben kann. Das heißt nicht, dass es mehrere geben muss. Ach so, und... Ja. Stimmt, und sobald das einer anfechtet, dann ist ja klar, dass einer von denen der Imposter ist, ich verstehe. Richtig. Ich nehme an, das sind jetzt irgendwelche neuen Sachen, die im letzten Update hinzugekommen sind, weil ich verstehe gerade nur Bahnhof. Ja, same. Genau, es gibt jetzt Rollen. Du hast das nicht mitbekommen, ja. Du kannst jetzt als Crewmitglied verschiedene Rollen haben und auch als Imposter gibt es eine weitere Rolle, nämlich den Formwandler. Okay. Und ich stelle jetzt einfach ein, dass es maximal 15 Wissenschaftler und 15 Ingenieure geben kann. Das ändert nichts an der Wahrscheinlichkeit. Ja. Aber es könnte jetzt zum Beispiel zwei Wissenschaftler geben oder sowas. Ja, das gibt's. Die Rollen für Reggie, ganz kurz, die Rollen sind ja super intuitiv auch einfach, oder? Aber der Wissenschaftler war der Vitals anzeigen. Der Wissenschaftler kann seine Batterie aufladen mit Tasks und damit dann die Vitals einfach portabel anzeigen. Genau. Und der Ingenieur kann halt zusätzlich wenden mit einem Cooldown. Und der Formwandler kann sich so anziehen wie oder auch dieselbe Hautfarbe haben wie andere Mitspieler. Genau. Er bekommt auch das gleiche Tag. Also, er wird quasi der andere Mitspieler. Richtig. Okay. Also, mit aber nur für, Poster, der Imposter, der so aussieht, kann wie die anderen Mitspieler. Aber nur für 30 oder 60 Sekunden oder so war das, ne? Ja, der ist relativ kurz. Okay, das habe ich nicht ausprobiert vorhin. Aber Conan hat gesagt, dass auch der Killscreen dann mit dem Form gewandelt. Also, mich hat Rob schon gekillt, ich war total verwirrt. Also, du bist dann diese Person. Okay, weiter. Okay, weiter. Eine Runde machen wir noch mit 7 und dann kann man es mal wieder den Part beenden. Wobei, geht eigentlich noch ein bisschen. Ah ja, doch, Ricardo ist gerade. Ja, Ricardo probiert es nochmal. Warum nicht? Jetzt haben wir trotzdem einen Imposter nur, ne? Bei 2, bei 7 Leuten. Ich bin halt nur 2 machen können. Formwandler. Das ist interessant. Okay, ich bin gespannt. Jetzt ist er gemutet schon, der Gott. So eine Scheiße, aber auch. Bestimmt, ich hätte 2 Imposter machen können. Jetzt habe ich natürlich, jetzt bin ich als Imposter gerade der Depp, weil ich alleine bin. Ja, moin. Was soll's. Das heißt im Endeffekt, ich könnte einfach rumlaufen und als jemand anders killen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. So, warum nicht? Sobald ich jemanden... Ach, ich muss mich aber vorher verwandeln. Na, das ist das Ding. Okay, ich verwandle mich jetzt in Xehan. Und kille einfach. Oh, Scheiße! Also, ich habe mich selber gesehen, wie ich Dani gekillt habe. Das war aber nicht ich. Ergibt das Sinn? Was? Okay. Also, der Imposter scheint sich als mich verkleidet zu haben und hat vor meinen Augen Dani gekillt, aber dadurch habe ich natürlich nicht gesehen, wer das war. Ah, schlau, du bist es also. Das ist natürlich höchst ärgerlich. Also, ich weiß, dass ich es nicht war und ich weiß, dass der Imposter so aussieht wie ich. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß, dass Dani tot war, weil ich gerade Whiteless gesehen habe. Und das war im Reaktor. Also, wenn es stimmt, haben wir einen Formwandler diesmal unter uns. Sehe ich das richtig? Ja.
Also ich weiß definitiv, dass wir einen Formant da haben, aber es ist klar, ich könnte natürlich auch lügen. Ja. Aber Jan hat das Spiel verlassen. Ja, ne, ich bin da mal weg. Ja, versuch's einfach weiter, Ricardo. Mehr als versuchen kann man nicht. Ich würde skippen, denke ich. Ich glaube, wir haben sonst nicht genug. Ja, zumindest ist jetzt Ricardo auch raus. Ja, schade. Ja. Wie gesagt, also ihr könnt meine Geschichte glauben, ihr könnt sie auch nicht glauben. Wo war denn die Leiche halt überhaupt? War im Reaktor, ist das passiert. Okay. Ich wollte gerade im Reaktor einen Task machen und da komme ich mir selber entgegen und die Leiche tippte den da rum. Das muss auch interessant sein. Ja, es war lustig. Na gut. Also ja, ich kann leider nicht sagen, wer es war. Wo waren denn die anderen gerade so? Ich war gerade in Storage. Und zwar hatte ich da den Müll raus hier. Ich kann leider nicht weiterreden, weil ihr schon geskippt habt. Genau, ich war gerade auf dem Weg zu atmen. Gut, dass ich nicht weiterreden muss. Okay. Ich hab jetzt echt Glück gehabt. Das war knapp. Das war verflucht knapp. Oh mein Gott, war das knapp, ne? Eieieiei. Komm, wir sabotieren das mal wieder ein bisschen. Ich kann eh noch nicht killen. Ach, komm schon. Okay, da ist schon einer. Dann gucke ich oben. Okay, da ist auch schon gemacht worden. Na gut. Ich sollte nicht so viel sabotieren. Das ist irgendwie, macht mich das, glaube ich, sass, weil ich das immer gerne mache, ne? Wo ein Ding ist das? Komm, ich guck Kamera. Okay. Hallo Donald. Soll ich ihn killen? Ey, das ist ein bisschen... Mach mal die Karte. Scheiß drauf. Weil die ist wieder Common Task. Und wenn Xehan das jetzt sieht, dass ich die Karte mache, dann macht mich das nicht sass. Ha, so ein Ding ist das. Xehan kann wenden. Wait. Xehan... Ich würde wieder als Xehan killen. Ich glaube, ich würde wieder als Xehan killen. Der kann zusätzlich auch noch wenden. Würde ich wieder als Xehan killen? Wir versuchen's. Scheiße! Nicht schon wieder! Das kann doch nicht wahr sein. Mir ist gerade genau dasselbe wieder passiert, aber diesmal in Electrical. Du willst mich verarschen, ja. Du kannst wenden. Bist du Inspektor oder was? Ich bin der Ingenieur. Ich wollte, also, ich habe gesehen, dass der Reaktor angegangen ist und wollte dann schnell dahin. Deswegen bin ich hoch nach Cafeteria gewendet und dann von da aus gelaufen. Ich habe eine Frage. Kann es jetzt zwei Ingenieure geben, sowas? Ja. Okay. Genau deswegen habe ich jetzt, weil das sonst nämlich für den Imposter zu praktisch zu gemein wäre, wenn es nur einen geben kann. Okay, weil ich bin auch Ingenieur. Es kann jetzt... Also auf ich habe ihn fast sehr an Wänden sehen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, er hat jetzt nicht wirklich so gewendet, als würde man es nicht merken dürfen. Also das kann natürlich gute Strategie sein. Ich habe halt gewendet, weil ich habe in dem Moment gesehen, dass der Reaktor angegangen ist und dachte so, ach ja Mensch, ich muss da schnell hin und... Ja, ist ja an sich klug. Ich habe gehofft, dass ich mit dem Vent da noch ein bisschen herankomme, aber das war leider der Vent, mit dem man nur nach Cafeteria kommt, deswegen hat man es nicht so viel gebracht. Ist ja an sich klug. Conan, wo warst du? Ich war bei Shields. Okay, das kann nicht sein, ist es Conan. Weil ich war wieder in Admin, habe in Vitals gesehen, genau am Ende. Und da war einer in Storage. Du musst in Storage gewesen sein, Conan. Das kann... Nee, das... Ja, doch, das kann so gewesen sein. Also, zwei waren in Electrical, ich war in Admin und
eine war genau. Storage. Genau, also ich will mal kurz meine Sichtweise erklären. Ich hatte, glaube ich, kurz vor dir auf den Admin-Table geguckt und hatte auch schon zwei Leute Electrical gesehen und bin deswegen da hingegangen und der Fake-CH-Node ist mir nämlich entgegengekommen und dann nach Storage gelaufen hinter mir. Das heißt also, die zwei Leute, die du am Ende in Electrical gesehen hast, waren ich und die Leiche und der Typ, der weggelaufen ist, war wahrscheinlich der in Storage. Also ich wenn sag du aber mal, niemanden, wenn du aber niemanden, hey, heißt der Raum nicht Shields? Bin ich jetzt blöd? Wenn du aber wirklich niemanden in Shields gesehen hast, dann lügt Conan. Also das ist schon mal interessant zu wissen. Also ich war gerade im Gang auf dem Weg in Richtung Shields. Aber ich habe da keinen Conan. Shields ist doch das Ding unterhalb von Admin. Da war ich. Von Navigation war ich. Nee, nein, das ist unterhalb Storage. Von Admin ist Storage. Shields und ist rechts daneben rechts. Ist Shields. Genau. Ah, das sind zwei. Ah, die heißen unterschiedlich, die Räume. Ja. Ah, ja, genau. Alle heißen unterschiedlich. Ah, okay. Genau, also die Person, die man ganz am Ende in Storage sehen konnte, war der. Also ich war unterhalb von Admin. Ich dachte, das ist gut, alles Shields. Der müsste dir aber am Ende ein CH-Node entgegengekommen sein. Der ist nämlich gerade nach Storage gelaufen. Boxer, ne? Fool me once. Ne? Ne? Nee, ich aber... Ich sag nur. Ich find's auch lustig, dass genau dasselbe zweimal hintereinander passiert ist. Aber ich, ja, find's, ja. Halt, ich bin's halt wirklich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du wirklich steif und fest behauptest, dass jemand in Shields oder dass niemand in Shields war und Conan meinte, dass er in Shields war, dann kann es aber eigentlich nur Conan sein. Ich bin ganz sicher, dass niemand in Shields war. Ja gut. Außer ich bin blöd, aber ich hab diesmal nicht auf. Ja gut, also das ist für mich. Das ist für mich schon hart. Ich muss die Raumnamen lernen, dann war das Storage, verdammt. ohne Witz. Ja gut. Mach meine Aufgabe. Richtig witzig. Und dann richtig sehe ich gut, unten, Mann. Wie sich ein Conan auf einmal zu einem Xehan runter. Ich hatte nicht vor, dich zu killen eigentlich. Wollte ich ein bisschen als Xehan rumlaufen und den nächsten killen, aber ja, da ich das dachte, gesehen hast, wie ich mich verwandeln ist, musstest du mein Opfer halt werden. Das ist richtig geil, dass das vor allen Dingen auch niemand gesehen hat, außer ich zweimal. Das aber es ist voll lustig. Ich hab übelst den Lachflash bekommen, wenn ich jedes Mal. Also ich töte und direkt kommst du mir entgegen. Einfach der, in den ich mich verwandelt habe, ich dachte so, nein, was? Weißt du, das ist genau, das ist zweimal genau. Das ist genau eigentlich das, was nicht als Formwandler passieren sollte, weil es soll ja jemand anders verdächtigt werden, aber das kann die Person, die es selbst ist, ja nicht tun. Die weiß ja, dass sie es nicht war. Es ist tatsächlich auch nicht so schlimm, weil du dadurch zumindest dich selber clearst, weil du richtig. Niemand weiß, dass du es halt warst. Absolut. Jeder andere hätte reinlaufen können und sehen können, dass Xehan ihn getötet hat. Nein, Xehan selbst muss reinlaufen. Beide Male. Ich war total überrascht, dass du jetzt tatsächlich gerade gevotet wurdest, weil so suspicious warst du jetzt an sich, finde ich nicht. Ach, weil ich mich mit dem Scheiß Shields jetzt verlabert habe. Ja, aber das war halt so ein typischer Conan-Verlaberer. Irgendwie fand ich. Der war halt sogar wirklich, ich dachte halt, dieser Raum dort heißt Shields, sondern ist halt Storage, meinetwegen. Wenn du Storage gesagt hättest, wäre ich aber auch hart dafür gewesen, für dich zu voten, weil ja, ich ja wusste, dass der schon. Killer in Storage ja, das war. Sinn. Das macht Sinn. Verstehe ich schon, ja. Ich habe auf jeden Fall deinen. Ich hatte ja den falschen Killer dort nach Storage reinlaufen sehen. Ich hätte weitermachen. Ja, ich hätte irgendeinen anderen Raum sagen sollen, was weiß ich, Medical oder so. Nein, ich hätte dich geklärt. Aber Xehan, ich habe auf jeden Fall. Ich habe deinen Struggle auf jeden Fall mitgefühlt, als ich da mit dir, ich wollte dich halt clearen, so als Geist, so ein bisschen für mich erstmal nur. Und dann sehe ich, wie dir da Xehan entgegenkommt. Ja, Vormantler ist lustig. Eine gute Idee ist, weil dann, wenn die 20% gated werden, werden dann nicht alle voll sein, also werden nicht alle dann Scientists. Nein! Ach so, nein. Weil ich war, waren wir jetzt alle Ingenieur gerade, weil ich war es auf jeden Fall auch. Ich war Scientist. Achso. Ja, aber dann ist es doch. Nein, also jeder hat die Wahrscheinlichkeit, also wenn ich das richtig verstehe, hat jeder die Wahrscheinlichkeit ein Fünftel und es kann halt mehr geben als. Aber das ist doch cool. Das ist das Ding. Mir ging es halt eben gerade darum, dass nicht einer sagen kann, ich bin Inspektor und jeder andere, kein anderer kann Inspektor sein, weil das macht es für den Dings halt schwieriger. Okay. Das hat in der Diskussion doch gerade auch dazu beigetragen, dass da nicht der eine Scientist, der eine Ingenieur irgendwie suspicious war, beziehungsweise dann daraus Schlussfolgerungen gezogen werden konnten. Ja gut. Genau. Ihm war das doch cool. Okay. Dann weiter. Wollen wir die nächste Runde mit zwei Imposter machen, jetzt wo wir sieben sind? Achso, Quatsch, sind wir noch sieben? Wir sind wieder sechs, oder? Wir sind sieben. Ah ne, stimmt, Ricardo ist noch da. Okay, perfekt. Ja. Gut, dann würde ich kurz den Part beenden und wir gucken, ob wir nächstes Mal... Abonniert die Konfi, danke.
Macht ihr, ladet doch gar nichts mehr hoch. Ich habe euch doch abonniert, da kommt überhaupt nichts. Gibt's den Konfi überhaupt noch? Oh ja. Ja, den Kanal gibt's, aber da kommt nichts. Ich habe den abonniert. Ja, morgen! Das ist jetzt ein bisschen suspicious. Was kommt denn morgen für ein Video? Ein Video. Bis dann. Irgendwas mit Marcel? Also hier irgendwas mit dir, so. Geil, bin ich dabei. Ja, dann so, also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Und abonniert habe ich schon. Bla, bla.